Ach, guck mal, da hinten ist ja meine Schwester. Was macht die denn da? Die sind doch an der Scheibe. Machen die irgendwie Fensterputzen oder was geht da ab? Ich gehe einfach mal rüber. Wenn man hier rüberkommt, ne? Ihr wisst, der Rahmen der Talbrücke ist immer sehr gefährlich hier. Die B54 ist immer sehr, sehr voll. So, dann können wir jetzt rüber. Und dann schauen wir mal, was die machen. Irgendwas kleben die da ans Fenster. Das schauen wir doch mal, was es Neues gibt. Bin aber gespannt. Hi Steffi. Ach, hallo. Hallo, hallo Markus. Roland. Ja, du auch hier? Ja. Was macht da? Fensterputzen? Nee, wir hängen gerade Plakate auf für die Blutspendeaktion, die mal wieder in Dahl an der Bürgerhalle stattfindet. Ach, guck mal. Und interessante Aktion. Wir wollen das so ein bisschen forcieren und unterstützen von den Aquanauten. Ja. Ist hier so laut. Ja. Wenn du mehr wissen möchtest, sollen wir mal hochgehen, dann kann ich dir ein bisschen darüber erzählen. Ja, das machen wir doch. Dann machen wir das. Bin mal gespannt. Na, dann komm. Ja, guck mal hier, da werden schöne Plakate hier aufgehängt. Ja. Dann sehen wir uns oben wieder. So, dann. Wir sind jetzt also hochgegangen hier zu der Firma Krebs, Heizungsbau Krebs. Und meine Schwester, die arbeitet ja hier, die ist Angestellte und der Markus ist neben mir. Ihr beide stellt euch mal vor, du fängst vielleicht mal an, dass du dich vorstellst, denn es geht nicht nur um Firma Krebs, Heizungsbau, sondern auch das, was hier steht, ne? Ja, genau. Mein Name ist Stefanie Krebs. Wir sind vom Tauchsportverein der Aquanauten, vom Hauptverein des TSV Dahl. Und gerade im Sport oder im alltäglichen Leben ist es wirklich wichtig, dass Blut spenden oder dass Blut gespendet wird. Das ist relativ rückläufig und wir haben gedacht von unserem Sportverein, wir wollen da so ein bisschen das mal unterstützen und haben in Kombination mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Blutspendetermin oder eine Blutspendeaktion organisiert, die am 21.06. stattfinden wird an der Bürgerhalle in Dahl und hoffen natürlich auf viele Anmeldungen, weil das ist eine tolle Aktion. Der Markus ist auch ein Vereinsmitglied, das ist so ein bisschen der Organisator, der kann glaube ich auch etwas mehr darüber erzählen, der hat sich darum gekümmert, der arbeitet in enger Verbindung mit dem DRK auch zusammen, unterstützt solche Aktionen auch ganz häufig und ist mit dabei und ich glaube, du sagst einfach mal was genau, darüber. Der Markus stellt sich jetzt einmal vor und macht dann diese ganzen Eckdaten, die wir jetzt auch brauchen für das Video. Bitteschön. Ja, hallo, ich bin der Markus Pfeiffer. Ich bin auch Mitglied bei den Aquanauten, spende schon seit vielen Jahren regelmäßig Blut und weiß von daher, dass man kranken Menschen nur dann helfen kann, wenn Blut auch gespendet wird. Deshalb würde ich mich ganz doll freuen, wenn möglichst viele Leute am 21.06. von 15 bis 19 Uhr zum Blutspendetermin kommen und die Aktion unterstützen würden. Wichtig ist natürlich auch, damit die müssen ja auch so ein bisschen organisieren und rechnen. Die haben 5 Spendeplätze und es gibt Uhrzeiten, man kann sich online anmelden. Das ist ganz wichtig, weil die müssen auch so ein bisschen kalkulieren, die Manpower wissen, wer kommt. Deswegen wäre es für uns, läge es uns sehr am Herzen, dass man sich vorher online Termine bucht. Man hat keine Wartezeiten. Das ist relativ einfach. Es gibt. Genau, du willst das ja mal zeigen, wie man sich anmelden kann. Das haben die so organisiert, dass das alles ziemlich einfach ist, dass man einfach das Handy dahin hält. Vielleicht zeigst du es einmal. Genau, in Dahl hängen diese Plakate aus, überall. Es gibt einen QR-Code, den kann man relativ einfach mit dem Handy einscannen und wird dann direkt auf den Termin vom Deutschen Roten Kreuz auf die Internetseite vernetzt. Man hat dann die Möglichkeit, da ist schon das Datum angegeben und dann gibt es hier die Plätze, die noch so zur Verfügung stehen und dann kann man sich zu diesen Uhrzeiten anmelden. Erstmal ist das für sein eigenes Zeitmanagement eine ganz gute Geschichte. Man hat keine Wartezeiten und kann da hinkommen und 15 bis 19 Uhr. Mehr Leute natürlich da sind, desto vorteilhafter ist das für uns. Fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt, denn danach sollte man sich auf jeden Fall etwas stärken. Es gibt regionale Produkte von unseren heimischen Bauernhöfen gegrillt und natürlich ein bisschen Getränke und Essen. Und ich
wäre schön, wenn die Resonanz einfach da wäre. Dann könnte man sowas auch mal öfter organisieren. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn jetzt noch ganz viele Teilnehmer sich anmelden würden. Also kommt vorbei. Ich habe es auch schon mal gebraucht. Mit dieser Blutspende habe ich mal bekommen. Ich war da sehr froh drüber, dass was da war. Und das ist wirklich, wie der Markus gerade gesagt hat, nur da, wenn auch gespendet wird. Ich bin davon überzeugt, dass ihr Bock drauf habt und auch kommt. Und eins wollte ich noch sagen, hier muss 2024 stehen, weil meine Videos sind ja 10 Jahre und länger auf dem Internet. Und deswegen sind wir im Jahr 2024. In 10 Jahren sagt ihr, Mensch, wart ihr dann noch jung oder was auch immer. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Präsentation hier von eurer Aktion und auch für deinen Einsatz oder beide Einsätze. Und wir sehen uns hier wieder auf jeden Fall auf Blue Frame Video. Macht's gut!